Hallo und willkommen zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute mit dem Rezept für eine Hot Sauce, also eine Würzsoße. Keine Barbecue-Soße, sondern halt diese schönen scharfen Soßen, wie ihr sie auch im Supermarkt kennt. Nur selbst gemacht, ohne Geschmacksverstärker und sonstige Spielereien. Was ihr alles dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt die Sachen, die wir für die Hot Sauce brauchen. Direkt am Anfang und ganz, ganz wichtig, ich will das noch ein paar Mal wiederholen, Handschuhe. Ganz wichtig, weil wir haben hier 18 Scotch Bonnet Peppers liegen und diese 6 Jalapenos kommen in die Hot Sauce. Bestellt habe ich beides bei Westland Peppers in den Niederlanden. Ein super Shop, wenn ihr frische Chilis oder dergleichen bestellen wollt. Die bauen das wie gesagt direkt an, verschicken das nach Deutschland. Geht ruckzuck, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich hier 6 Knoblauchzehen, bisschen Olivenöl, Salz, weißen Essig, Wasser, eine gusseiserne Soßenpfanne und einen Jalapeno-Kocher, aber den musst ihr nicht zwingend nehmen, ihr könnt auch einen Löffel nehmen, macht das Ganze halt nur ein bisschen einfacher. So, als nächstes werde ich jetzt erstmal die Scotch Bonnet Peppers und die Jalapenos, die Stiele abschneiden und entkernen. Ein bisschen kleiner schneiden, der Knoblauch wird fein gehackt und dann sehen wir uns an der Pfanne wieder. Wenn einige von euch das Prinzip von diesem Jalapeno-Kocher noch nicht kennen, ihr nehmt also die Jalapeno, schneidet oben den Strunk ab, nehmt den Kocher, setzt ihn an, steckt ihn rein, dreht zweimal rum und habt das komplette Kerngehäuse samt Kernen draußen in einem Abwasch, geht ruckzuck und so habe ich gestern Abend schon 120 Jalapenos entkernt. Damit macht das wirklich Spaß. Bei den Scotch Bonnet Peppers geht es ähnlich. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach einen Löffel nehmen, aber wichtig ist halt Strunk und Kerne raus. So. Die Chilis und der Knoblauch sind geschnitten. Hier habe ich jetzt eine Pfanne, die ist auch langsam heiß. Da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Und dann werden jetzt die Chilis und der Knoblauch in die Pfanne gegeben und werden 5 Minuten lang angeröstet bzw. angegart. Das Ganze unter laufender Dunstabzugshaube und geöffnetem Fenster. Leute, ich kann euch sagen, das wird gleich ein Heidenaroma geben hier. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum macht der Depp das nicht einfach draußen? Kann ich euch sagen, draußen wird gerade ein neues Haus gebaut und es ist relativ laut und deswegen bin ich dann doch lieber in die Küche geflüchtet. Jetzt kommen noch eine gute Handvoll Salz dazu. Ich kann euch sagen, hier ist ein Duft in der Küche, da bleibt einem die Luft weg. Im positiven Sinne. So, 5 Minuten sind die Schoten jetzt angeröstet. Und Leute, ich kann euch sagen, solltet ihr jemals Probleme gehabt haben mit zu Nebenöl, ist so einfach aus Soßen kochen genau das Richtige dafür. So, jetzt wird das Ganze also mit heißem Wasser aufgegossen. Und das lasst ihr jetzt 20 Minuten lang gemütlich vor sich hin köcheln. So, nach 20 Minuten ist das... Leute. Nach 20 Minuten ist das meiste Wasser verkocht. Und ich kann eigentlich kaum sprechen, weil die Luft hier drin... Boah, das drin zu machen ist wirklich keine gute Idee. So, ihr lasst das jetzt abkühlen bis auf Zimmertemperatur. Und dann geht's weiter. So, die Masse ist jetzt ziemlich abgekühlt. Mein lieber Herr Gesangsverein, es ist wirklich schwierig zu sprechen hier. Es ist ein Aroma, es ist unfassbar, aber es riecht hervorragend. So, ganz wichtig auch, wenn ihr diese Gusspfanne anhebt, nicht direkt anfassen, sondern ein Handtuch drumherum. Dann eine Glasform oder eine Form, wo ihr das reinpacken könnt, auf der ihr dann auch später pürieren könnt.
So, jetzt ist also hier der Sud bzw. die Chilischoten. Dazu kommen jetzt 60 Milliliter weißer Essig. Und 4 Teelöffel Zucker. Und das Ganze mixt er dann mit einem Mixstab ordentlich durch. So, und das ist dann also das Ergebnis. Eine selbstgemachte Hot Sauce. Die fülle ich jetzt hier in eine Glasflasche um. Sinnvoller wäre natürlich eine kleinere Glasflasche oder mehrere halt, vielleicht auch zum Verschenken. So schaut sie aus. Die hält sich durch den Essig im Kühlschrank, ich will jetzt nicht sagen ewig, aber ich sage mal bestimmt ein halbes Jahr. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen übrig. Ich habe gerade eben schon mal probiert, aber ich probiere jetzt nochmal, weil so sieht sie aus. Und Leute, ich kann euch sagen, der Geschmack ist der Hammer. Ein super Aroma. Natürlich schon eine ordentliche Schärfe, aber ertragbar. Also wirklich nicht übertrieben. Super lecker. Ich denke, die passt auch perfekt zu jedem erdenklichen Fleisch. Wirklich sehr, sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Nicht unbedingt draußen, aber vergesst auf gar keinen Fall die Handschuhe. Bis zum nächsten Mal, YouBarbecue, Barbecue aus Rheinhessen. So, nach 20 Minuten ist das Wasser weitestgehend verkocht. Und Leute, ich kann euch sagen, das drin zu machen ist wirklich keine gute Idee. Mir läuft die Nase, ist unfassbar. So, warte. Boah, kommt nicht.